So, da sind wir wieder. Und diese komischen Säulen-Hebel-Relationen habe ich hier nicht lösen können. Ich mache hier aber trotzdem mal ganz viele Markierungen, damit wir wissen, hier war noch was. So. Obwohl, einmal noch kurz durchatmen, kurz nachdenken, nicht Müll schwafeln nebenbei und überlegen. Fünf Hebel, fünf Säulen. Nee, fällt mir nichts ein. Drei links, zwei rechts. Nee, ich habe keine Lust, mit rumzuklicken. Also gehen wir mal einfach weiter. Was müssen wir hier noch lösen? Wir müssen irgendwie den Schalter da, an den Schlüssel da rankommen. Das wäre ganz praktisch. Wir haben da noch ein Gebiet, wo wir gar nicht waren. Und da noch eine Tür und da noch eine Tür. Und eigentlich müssen wir da unten noch die Eisentür aufbekommen. Und wir sind ja vor den drei Mönchen weggelaufen. Das heißt, dahin müssen wir uns eigentlich nochmal zurück teleportieren. Oh, noch eine Notiz. Ich bin dieselbe Gegend für eine lange Zeit gewandert. Meine Nahrungsmittel werden langsam knapp. Aber ich denke, diese Kaverne ist meine beste Möglichkeit, einen versteckten Raum zu finden. Oder ein paar Kreaturen, die ich für Nahrung jagen könnte. Diese Kaverne? Ja, es ist schon recht eigentümlich geformt, aber es ist ja eigentlich ein Tempel. Und es ist aus Stein geformt. Also Steinblöcken. Kein loses Sediment. Das würde ich unter einer Kaverne eigentlich verstehen. Aber gut. Ja, also dass hier irgendwo ein geheimer Gang ist, das wissen wir schon durch die Hebel. Aber der Zettel lag hier. Das heißt, wir nehmen mal die Fackel weg, machen Dunkelheit und schauen uns einfach ein bisschen um. Die Fackel da irritiert, die muss weg. Und wir tappen im Dunkeln durch die Gegend auf der Suche nach einem Geheimgang. Wo sind wir? Nee, wir wollen nicht wieder zurück. Wir wollen hier in dieser Kaverne, wie Torum das genannt hat, einen versteckten Raum finden. Warum auch immer er darauf schließt, wenn er einen versteckten Raum findet, findet er auch gleichzeitig Essen. Das ist komisch. So, hier ist auch nichts. Da hinten strahlt wieder was, aber es wird eine Fackel an der Wand sein. So, auch eingesackt, ein ganzes Inventar voll Fackeln. Und gleich sind wir einmal rum. Ohne, dass wir irgendwo irgendwas haben durchschimmern sehen. Ja, der Schlüssel leuchtet ganz schön, das stimmt wohl. Oh, können wir im Fall nach Sachen greifen? Das können wir gleich mal ausprobieren. So, hier sind unsere Schalter. Müssen wir die Schalter vielleicht im Dunkeln drücken? Nee, das glaube ich irgendwie nicht. So, also ich wollte jetzt testen, ob wir im Fallen den Schlüssel aufheben können. Irgendwie glaube ich es nicht, aber ein Versuch ist es wert. Also auf der Höhe. Nö. Außer ich habe mich großartig verklickt. So, wir brauchen Nahrung. Macht auch nichts, kann auch damit. Und wir sind wieder hier unten gelandet. Machen wir hier unten auch mal die Fackel aus. Auch wenn hier kein Rätsel ist, das wir unbedingt lösen müssten, ist es doch ganz schön, über noch welche zu stolpern. Nö, schaut aber nicht so aus. Wo war der Ausgang? Oh, falsche Richtung. Aber gucken wir mal ganz kurz hier zu Ende. Hier war das
ominöse blaue Licht. Und die Fallgrube, durch die man nicht runterfallen kann. Aber ja, diesen Fackeltrick hätte ich echt früher mal anwenden sollen. Naja, beim zweiten Playthrough auf jeden Fall. Auch wenn wir jetzt schon ziemlich viele Rätsel gefunden haben. 50 von 71. Das finde ich ziemlich ordentlich. Also dafür, dass nicht ultra massiv gespoilert wurde. Also ein paar Mal war es mir echt zu genau. Also die Lösung will ich nicht unbedingt wissen. Aber wenn gesagt wird, ungefähr da könntest du nochmal gucken. Oder auf der Ebene in einem besonderen Raum. Das reicht mir schon völlig. Aber ja, ich glaube, es wurde nur ein, zweimal genau gesagt, wo ich was machen musste. Das heißt, wir haben doch noch recht viele einfach so gefunden. Auch wenn zugegebenermaßen viele der Secrets nicht wirklich Secrets sind. Also einfach in den richtigen Bereich des Dungeon-Laufens, also quasi alles aufdecken, ist ja schon ein Secret manchmal gewesen. Aber na gut, man kann ja alles haben. So, wir kamen bei den Schlüssel nicht weiter. Auch wenn wir den garantiert brauchen, können wir das später machen. Jetzt gehen wir wieder zurück da lang und gucken mal darum. Feuerball sollte schon vorbereitet werden. Denn hier sind irgendwie überall... Oh, Sackgassen. Und Monster. Ja, hier sind wir richtig. Mit den Fackeln hatten wir im Hauptraum auch schon rumprobiert, aber es hat nichts gebracht. Na gut, das werden wir später mal lösen müssen. Oh, neue Drachenstatuen. Und neue Buntglasfenster? Nee, das waren die Mönchsfenster. Wurfäxte? Da haben wir jetzt schon richtig viele von. Und Druckplatten? Ich quicksave mal. Oh, ein Schlüssel. Das könnte jetzt wirklich mal die Indiana Jones Falle sein. Wie beim Dismantler, das mir ist im Nachhinein aufgefallen. Und da legen wir mal drauf, dass man den Dungeon nur von oben nach unten betreten kann. Ich würde gerne den Schlüssel aufheben. Das macht er nicht. Was war das? Ah, die spawnt hier auch wieder? Nee, tun sie nicht. Oh, das waren gerade die großen Kacke-Dinger. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Ja. Ich hätte es einfach drauf liegen lassen sollen. Also, das Stück Papier. Ich meine, ich hatte es ja, glaube ich, schon mal geschafft, das schnell genug auszutauschen, dass da nichts spawnt. Also nochmal. Wir probieren es so. Und das will er nicht machen. Was ist, wenn wir von der Seite rangehen? Andere Seite. Ha. Okay. Das kommt mir jetzt zwar irgendwie ein bisschen geschummelt vor, aber ich habe keine Lust, mich mit den ganzen Tentakeldingern anzulegen. Obwohl, doch, komm. Das probieren wir jetzt nochmal. So wie sie das gehört. Also. Wir brauchen Bomben. Bomben sind immer gut. Du kriegst auch eine Bombe. Und da kommen auch schon die Chefs. Das war keine gute Idee. Gar keine gute Idee, denn sie machen Flächenschaden und sie zaubern sehr schnell. So, also. Wir nehmen jetzt Bomben und Bomben. Obwohl, wir können mal ein paar Frostbomben benutzen, ne? Nur so ein, zwei. So. Feuerball. Oh, wir könnten jetzt ein Schutzschild zaubern. Was zaubern die denn am meisten? Blitz oder? Ja, ich glaube schon Blitz. Blitz und Eis. Also machen wir mal so.
Und Blitzstrahl. Und keiner sollte überladen sein. Das wäre ganz vorteilhaft. So, jetzt laufen wir wieder weg. Und gucken, wo wir wieder rückwärts laufen können. Hier können wir rückwärts laufen. Na komm. Und sie werden eingefroren. Sehr schön. Trotz Schild. Und ein Feuerball taut sie nicht auf. Sauber. Ha, warum hat der Blitzstrahl aufgehört plötzlich? Schicknaten Level Up. Schöne Sache. Also ja, Eisbomben sind der Hammer. Das heißt, wir sparen die uns auch schön auf, falls mal noch was Schwierigeres kommt, weil das hier hätten wir eigentlich gar nicht machen müssen. Also entweder hätten wir diese Austauschaktion richtig ablaufen lassen können, oder wir hätten einfach weglaufen können, so wie wir es am Anfang gemacht haben. Also wir hätten einfach den Schlüssel nehmen können, hier langlaufen und hinter uns die Tür zu machen. Obwohl, die können Türen öffnen. Egal. Wir hätten es so oder so umgehen können. So, Level Up für Schickna. Was kriegt er denn Schönes? Mehr Mana oder mehr Feuermagie? Wobei wir immer noch nicht wissen, ob das wirklich viel mehr Schaden macht, wenn wir den Skill erhöhen. Aber wenn wir alle Punkte reinpacken würden, würde jeder in der Gruppe 25 Feuerresistenz bekommen. Und das ist mir auf jeden Fall wert. So. Jetzt haben wir noch Tentakelmonster hier rumschwirren, die auch noch Erfahrungspunkte bringen. Warum stirbt unser Dieb so schnell? Das ist doch ganz ungewöhnlich. 320 Erfahrungspunkte. Kriegen wir die jetzt noch klein? Ja, könnte knapp werden. Ja, doch, lief ganz okay. Also ein, zwei von diesen Tentakeldinger sind hier zwar noch, aber das will ich mir nicht antun. Wir müssen jetzt zurück zum blauen Kristall, der da irgendwo war. Also gar nicht so weit. Okay. Die Tentakelmonster sind nicht auf den Raum beschränkt, wo sie spawnen. Die können wohl anscheinend überall, wo Gitter sind, wieder auftauchen. Das heißt, wir müssen sie doch umbringen. So. Feuerball. Komm her, du garstiges Ding. Wo bist du? Hier war falsch. Da kannst du raus. Willst du aber nicht. Da kannst du auch raus. Da bist du. So, den ersten verschnörkelten Schlüssel haben wir. Und der zweite liegt in einer Nische, wo wir nicht rankommen. Das ist doof. Gucken wir mal hier zu. Ach stimmt, den Raum haben wir noch keine Zähne erforscht. Das machen wir nochmal. Fackel aus. Hier sind noch Tentakelmonster, die ich vergessen habe. Zack. Noch ein Feuerball, noch ein Blitz. Zack. Du kommst auch mit. Ah, da ist noch eine Fackel. Wie viele sind denn hier? So, jetzt aber Ruhe. So, alle Fackeln mit. Ist irgendwo ein prächtiger Lichtschein? Nein, ist es nicht. Das heißt, wir können auch wieder Licht machen und nach Schaltern gucken. Und mit Fackelhalterung, wir haben doch noch. In allen Fackelhalterungen waren Fackeln drin. Jetzt sind keine mehr drin, also das hat auch nichts mit irgendwelchen Rätseln zu tun. So. Das
heißt, wenn hier keine Schalter mehr sind, dann ist hier auch nichts mehr. Nö, raus. Obwohl, waren hier nicht Druckplatten? Ne, sah nur so aus. So, raus, 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 raus. Und da lang. Na, wieder eine komische, verschnörkelte Tür und zwei Statuen. Das ist bestimmt auch wieder was Böses. Und... ah, es war auch die Schnörkeltür, da können wir gar nicht durch. Das heißt, wir müssen uns entweder zurückteleportieren und die drei Mönche umbringen, gucken, was da ist. Oder müssen rausfinden, über den Schlüssel rankommen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. LP 087 und wir sehen uns gleich wieder.